heute möchte ich mit Ihnen über Ihre Moralphilosophie sprechen und über Ihren Einfluss auf Deutschland und eben auf Kant. Wenn man Ihr Werk sehr gut kennt, Kant hat seine erste Publikation Ihrer Schrift, einer Schrift von ihr gewidmet. Und wenn man eben das Werk von ihr sehr gut kennt, und ich würde Sie gerne motivieren, da mal weiterzumachen, dann sieht man, dass es hier allerhand Analogien gibt, um nicht zu sagen, dass Kant sich hat sehr inspirieren lassen von ihr. Ich werde später in der Vorlesung nochmal darauf zurückkommen. Wir beginnen jetzt mit einem Event. Ich freue mich sehr. Sie kennen Anna Rodriguez. Anna Rodriguez arbeitet mit mir im Lehr- und Forschungsbereich History of Philosophers und leitet den auch in entscheidender Weise mit. Anna Rodriguez hat vor Jahren, 2007, für eine unserer ersten Tagungen ein Stück zusammengestellt aus den Schriften von Émilie du Châtelet über das Glück, aus der Schrift von Lametri über das Glück und aus der Schrift von Maupertuis über das Glück. Es ist eine Menge privater Zusammenhänge zwischen den dreien. Wenn Sie darüber was hören möchten, dann lesen Sie auch vor allem jetzt die Schriften von Anna Rodriguez, die ja auch ihre Doktorarbeit darüber schreibt. Und Maupertuis haben Sie schon ein bisschen gehört, das ist so eine interessante Geschichte und diese interessante Geschichte nimmt sehr viel Einfluss auf Deutschland, auf die Entwicklung des Akademiebetriebes dort, weil Friedrich II., der Preußenkönig, der aufgeklärte Preußenkönig, diese Leute ja an seinem Hof hatte und ich werde auch heute darüber erzählen, wie das Verhältnis von Friedrich und Châtelet war. Also jetzt, einige von Ihnen waren hier und haben auch diese Aufmerksamkeit. Ich muss das Theater Paderborn in dieser Sache nochmal positiv erwähnen. Es war der Geburtstag von Émilie de Châtelet und wir haben uns ans Theater gewendet. Und ich habe die Intendantin angeschrieben, die immer gesagt hat, ach Frau Hagengruber, machen wir doch mal was miteinander. Und so habe ich gesagt, jetzt habe ich was, wir haben da ein wunderbares Stück und würden Sie denn dieses Stück aufführen? Sie hat uns für die Aufführung ihre besten Schauspieler zur Verfügung gestellt. Sie spielen zurzeit in Romeo und Julia, die Julia, den Romeo. Und den dritten, das weiß ich jetzt eigentlich nicht mehr, das habe ich irgendwie verpasst, aber es ist Romeo und Julia, sind die beiden so glänzend und hier spielen sie Émilie de Châtelet und Lametri. Lametri war ein sehr gefährlicher, sehr provozierender Schriftsteller, von dem auch das berühmte Buch ist, Der Mensch ist eine Maschine, L'Homme Machine. Und Émilie de Châtelet und er gibt es eben einen großen Schlagabtausch über viele Jahre in dieser Sache. Er hat auch ein bisschen immer den Voltaire schlecht gemacht. Er hat gesagt, komm Voltaire, was bist denn du für einer? Du bist überhaupt nicht gut genug für so eine Frau und so weiter. Das endete zum Schluss, als sie schon tot war, in einem großen Desaster in Berlin. Das ist ja eine sehr interessante Geschichte. Wir fangen also jetzt damit an, vielleicht erkennen Sie sogar, wer ist, oder soll ich es noch dazwischen sagen, hören Sie einfach mal zu. Maupertuis hat eine sehr konservative Position über das Glück, Lametri eine sehr extravagante und, können wir so sagen, und die Châtelet eine sehr intellektuell stabile, das werden wir sagen. Mehr kann ich jetzt zu dieser Einleitung nicht sagen und ich freue mich, dass wir das hier zeigen können. Der Adriatic Zogai und der David Jochheim, der auch in der Fachschaft ist, hier, die haben heute Nacht noch dran geschnitten und haben uns aus dieser Aufführung hier einen schönen fünfminütigen Auszug hergestellt. Dankeschön. So, das Licht, Sie auch noch. Wie viele Menschen sind durchaus tugendhaft? Brav, keusch, maßvoll und unglücklich. Das Unglück der anderen kommt daher, dass sie zu viel nachdenken. Seien doch zu nichts anderem fähig, als der Lust zu leben. Wer mit dem Verbrechen in solcher Vertrautheit lebt, dass Laster für ihn Tugenden sind, wird, wenn er nicht unter einem schlechten Gewissen leidet,
glücklicher sein als der, der eine an sich positive Handlung bereut und sich damit um deren Lohn bringt. Wir müssen tugendhaft sein, weil wir nicht lasterhaft und zugleich glücklich sein können. Unter Tugend verstehe ich alles, was zum Glück der Gesellschaft beiträgt und infolgedessen zu dem unsrigen, denn wir sind Mitglieder der Gesellschaft. Ich behaupte, man kann nicht zugleich glücklich und lasterhaft sein, und der Beweis für diesen Satz liegt auf dem Grund des menschlichen Herzens. Ich unterstelle den Menschen, selbst den abgefeimtesten unter ihnen, dass keinem einzigen die Vorwürfe des eigenen Gewissens, das heißt seines inneren Gefühls, die Verachtung, die zu verdienen er fühlt und die er auch erfährt, nicht gleich viel sind wie Folterqualen. So bleibe ich denn dabei. Niemand auf Erden ist imstande zu spüren, dass man ihn verachtet, ohne darüber zu verzweifeln. Die öffentliche Verachtung, diese Ablehnung der anständigen Gesellschaft, ist grausamer als alle Torturen, die der höchste Gerichtsherr uns auferlegen könnte, denn sie währt länger und keinerlei Hoffnung begleitet sie. Man darf also, will man nicht unglücklich sein, sich nicht dem Laster ergeben. Doch ist es nicht genug, nicht unglücklich zu sein? Wäre das Fehlen des Schmerzes unser einziges Ziel, lohnt das Leben die Mühe nicht? Das Nichts wäre besser, denn das ist gewiss der Zustand, in dem man am wenigsten leidet. Wir müssen also versuchen, glücklich zu sein. Anfangen sollte man damit, sich selbst zu sagen und zu überzeugen, dass wir auf dieser Welt nichts anderes zu tun haben, als uns Wohlgefühle und Empfindungen zu verschaffen. Glücklich ist man nur durch befriedigte Leidenschaften und Neigungen. Neigungen, sage ich, weil man nicht immer so glücklich ist, Leidenschaften zu haben. Und wenn es an Leidenschaften gebricht, muss man sich eben mit Neigungen zufrieden geben. Aber, ließe sich entgegnen, stürzen die Leidenschaften nicht mehr Menschen ins Unglück, als sie andere glücklich machen? Es gibt eine Art von Gefühlen bzw. Modifikationen unseres Organismus, die uns angenehm ist und uns das Leben lieben lässt. Ist die Einwirkung eines solchen Gefühles nur kurz, so ist es Freude. Ist sie länger, ist es Lust. Ist sie dauerhaft, dann ist es Glückseligkeit. Weil kein höchstes Gut so großartig ist wie die höchste Lust der Liebe, die vielleicht das eigentlich höchste Gut ist. Wir besitzen eine gewisse Art Waffen, die Streiche der äußeren Gegenstände abzulenken oder wenigstens ihren Stachel stumpf zu machen. Diese Waffe ist die Freiheit, tiefe Kraft der Seelen, die aber ein aufrichtiger und ehrlicher Mann jederzeit in seinem Herzen fühlt und erkennt, mit welcher er gegen die ganze Natur kämpft. Es ist offenbar, dass ich von der Liebe sprechen will. Diese Leidenschaft ist vielleicht die einzige, die es vermag, uns nach dem Leben verlangen zu lassen und uns dazu zu bewegen, dem Schöpfer der Natur, wer er auch sei, für unser Dasein zu danken. Die Seele selbst tendiert freudig in Richtung des Anerzogenen. Der Zug dorthin ist süß, der Weg bequem, Widerstand hingegen sehr anstrengend. Es ist indessen unsere höchste Leistung, diesem Zug zu widerstehen, die Vorurteile der Kindheit abzulegen und die Seele mit der Fackel der Vernunft zu reinigen. Dies ist das Glück, das den Philosophen vorbehalten ist. Ja, super, das haben Sie super gemacht. Es ist natürlich jetzt eine Kamera gewesen, eine private Kamera. Wir werden uns das nächste Mal bemühen, hier professioneller zu arbeiten. Wir haben ja auch nicht gedacht,
dass das Ganze jetzt immer weiter Wirkung haben wird, weil der Text nicht sehr gut zu verstehen war. Wir hatten das sowieso vor, das wird auf YouTube hochgeladen und auf unserer Seite History of Women Philosophers wird es einen Link dazu geben. Ich will auch nochmal erwähnen, dass Herr Zoglai und Herr Jochem ja auch an dem Film mitgearbeitet haben über unser philosophisches Seminar. Und es ist so wunderbar, sie haben dieses Filmseminar gemacht, haben einen tollen Film über unser Seminar gemacht, also über das Fach Philosophie, den Sie auch auf der Website sehen können und sind jetzt sozusagen, stehen immer zur Verfügung, um uns hier weiter zu unterstützen. Das ist wirklich eine tolle Sache. So, wie gesagt, den Text, wenn Sie das nochmal nachlesen, nachhören wollen, ich denke, ich weiß nicht, haben Sie schon hochgeladen auf YouTube? Ja, der ist hochgeladen. Ja, genau. Und dann haben wir den Link und dann stellen wir den Link auch gleich rein. Aber der kommt auch auf die Seite History of Women Philosophers. So, im Grunde kamen da jetzt auch schon alle Themen vor, über die ich heute mit Ihnen in Bezug auf Chatelet, fast alle, auf Chatelet sprechen will. So, jetzt haben wir wieder hier unseren, ja, wieder die Chatelet. Teil 2 und 3, Teil 2 fange ich jetzt mal an mit Moralphilosophie, Teil 3 ist die Wirkung von Chatelet in der, auf die deutsche Aufklärung. Lesung über das Glück, das hatten wir gerade. So, ich habe ihn wieder, da ist er unten abgeschnitten, ich weiß nicht warum, aber es ist auch nicht so dramatisch, eine Literatur zusammengestellt, die hierfür relevant ist. Das ist eben Du Châtelet, ihr Text über das Glück und das in der deutschen Übersetzung, die auch da erstmalig angefertigt wurde, damals für mein Buch 1998. In der Zwischenzeit gibt es aber mehr Übersetzungen und das ist noch nicht übersetzt. Da wollen wir hoffen, dass es in nächsten Projekten, vielleicht kann jemand von Ihnen gut Französisch des 18. Jahrhunderts, und hat Interesse, hier sozusagen bei uns in den Forschungen mitzuarbeiten. Das ist das Vorwort zur Fabel der Bienen von Mandeville. Dazu werde ich gleich was sagen. Das ist dieses, eine ihrer frühesten Schriften, die sie schon 1735, also so etwa mit 29, eine ihrer ersten Schriften verfasst hat. So, dann wieder Anna und mein Buch von Diana zu Minerva. Da finden Sie insgesamt mindestens drei Aufsätze zum Thema drinnen. Eben das Glück der Vernunft, dann von Anna vom glücklichen Leben, da habe ich mich vertippt, zur Freiheit des Denkens. Dann gibt es noch einen älteren Aufsatz von mir gegen Rousseau für die Physik, darüber werden wir heute auch was hören. Und noch mit dem Aufsatz, den ich vor allem letztes Mal zitiert habe. So. Ich hatte gerade ein paar Worte gesagt zum Châtelet, zu diesem Mandeville-Kommentar. Bevor Sie hier lesen, ich lese nämlich mit Ihnen durch, ja, ich habe diesen Text letzte Woche schon mal gezeigt, aber heute zeige ich ihn und beziehe mich auf andere Textstellen. Dieser Text ist eben sehr wichtig, weil Châtelet damit im Grunde die Kritik an der Philosophie ihrer Zeit formuliert. Wer ist also Mandeville, den sie hier kommentiert? Mandeville hat ein Buch geschrieben, ein viel beachtetes, provozierendes Buch. Gibt es heute ein provozierendes Buch in der Ethik, worüber sich die Leute aufregen? Weiß jemand eins? Regt sich keiner auf über irgendetwas? Na, sagen wir, vielleicht nehmen wir die Bücher von Metzinger von vor 10 Jahren, gesagt hat, der Mensch ist nicht frei, der Mensch hat nicht ein Ich, sondern viele Ichs und so weiter. Also es war auch ein Buch mit sehr großer Wirkung. Und jetzt, und der Precht, den Sie vielleicht alle noch ein bisschen besser kennen, der ist eigentlich auf diesem Ding da mitgeschwommen und hat das dann ein bisschen so fürs Publikum auch diesen Sachverhalt noch mit dargestellt. So ein Buch war dieses Buch von Mandeville, 1714 erschienen, ich habe Ihnen gesagt, so 20 Jahre später ist dieser Kommentar. Die große Ausgabe von Mandeville erschien 1729 und das ist diese Ausgabe, die sie kommentiert. Mandeville sagt, alle Laster sind gut, die Welt ist gut eingerichtet.
Was wollt ihr mit dieser blöden Tugendlehre? Die Tugendlehre ist doch bloß dazu da, jetzt geht's wieder los, das ist eben Aufklärung, das hat doch bloß die Kirche, es haben doch bloß die Pfaffen und so weiter entwickelt, um euch ruhig zu halten und um euch besser zu regieren. Ja? Tugend ist gar nichts, sondern wir brauchen Tugenden, wir brauchen Laster. Außerdem, die Menschen, die sich so tugendhaft stellen, die tun das doch auch nur für ein noch späteres Ziel. Also im Grunde sind die genauso berechnend wie alle anderen. Also die Grundthese hier in diesem Mandeville. Nun kommentiert sie diesen Mandeville. Der Mandeville ist in vieler Hinsicht bahnbrechend, provozierend. Er hat diese provozierende Grundthese, aber er leistet eben auch viele bahnbrechende Einsichten. Zum Beispiel geht es über Mädchenerziehung. Da nimmt sie Texte auf von Mandeville, wo der Mandeville auch sagt, na, was ist denn mit den Mädels? Die werden besonders zur Tugendhaftigkeit erzogen, damit nachher jeder mit ihnen machen kann, was er will. Das steht in diesem Buch, das kommentiert sie auch. Und das ist ja vielleicht auch was dran, aber das ist sozusagen die Idee. Nee, es ist nicht alles, was sie, keineswegs stimmen sie allem zu, was Mandeville sagt hier. Und das ist eigentlich genau diese interessante Sache, wie die Châtelet bei Kant, hat man das oft gehört, dass Kant eigentlich so eine Vermittlungsposition hat zwischen der empiristischen Philosophie und der rationalistischen Philosophie. Das Gleiche ist wahr, aber eben 50 Jahre vorher für die Châtelet. Die Châtelet ist gerade auch darin eine große Vorläuferin von Kant, dass sie hier diese empiristischen Erfahrungsinhalte und rationale Gesetzmäßigkeiten versucht zusammenzudenken und zeigt, wo sie zusammengehören. Jetzt gehen wir also nochmal in diesen Text, den ich, wie gesagt, letztes Mal schon gezeigt habe, aber unter dem Titel Locke, Kritik an Locke. Ja? Das ist eben wieder aus meinem Buch, deshalb ist ein bisschen mehr Text da und so weiter. Her commentary on Mandeville makes obvious how familiar she is with John Locke's musing about innate principles, das gehört also zur letzten Stunde. Uns interessiert unten, she confirms her belief in ideas which are indigenous, das habe ich mir wieder noch nicht gelernt, and a priori, also a priori. Sie sagt, wir müssen a priori Ideen annehmen, darüber habe ich letztes Mal schon gesprochen. Das hängt eng mit ihrer Moralphilosophie zusammen, weil sonst würde jeder sagen, ach, meine Erfahrung hat mir beigebracht, mich so zu verhalten. Deine Erfahrung hat dich dazu gebracht, dich so zu verhalten. Es gibt keine vermittelnde Ebene zwischen uns. Und da sagt die Châtelet, das stimmt eben nicht. Sondern natürlich, obwohl wir verschieden sind und auch verschieden geprägt sind und verschiedene Erfahrungen haben, gibt es doch eine gemeinsame Basis, über die wir uns verständigen können. Und diese gemeinsame Basis nennt man in der Philosophie gewöhnlich a priori Prinzipien oder eben eingeborene Prinzipien. Ja? In order to limit the relativistic guideline of cultures and circumstances and relativistic and positivistic ethics, there is a need of universal principles. Also man braucht diese universellen Prinzipien, das ist nochmal ein dritter Begriff dafür, der hier in dem Zusammenhang fällt. There has to be something serving as the vanishing projection point. Das ist zwar ein vanishing, also wir sehen diesen Punkt der Einheit nicht. Deshalb wird er auch als universeller Punkt genommen, als a priori Punkt, weil wir ja nicht wissen, was dieser Punkt der Einheit ist. Wir wissen nur, dass wir über so eine Verständigung, dass wir dazu konvergieren in unseren verschiedenen Auffassungen oder eben auch auseinander, aber dass es ihn eben gibt. Und hier ist dieser Text, ihr Originaltext, Le besoin de la société exige cette loi comme son fondement, die Notwendigkeit der Gesellschaft besteht auf diesem Gesetz, als ihr Fundament, sagt sie. Und sie verteidigt dabei die goldene Regel als eben mehr als ein natürliches Prinzip. Sie sagt, die Menschen, dieses Prinzip, das für alle gilt, das ist mehr als eigentlich nur eine natürliche Regel, damit alles funktioniert, so wie bei Hobbes das ist, sonst wird alles zusammenbrechen und sagen, naja gut, irgendwas müssen wir annehmen, sonst schlagen wir uns die Köpfe ein. Sie sagt, es ist mehr als ein natürliches Prinzip.
Okay. Also ich kann jetzt auf meine Folie gucken. Das macht ja gar nichts. Sie kriegen jetzt ein bisschen Trockenunterricht hier. Also die goldene Regel ist das Gesetz aller Gesellschaften. Jetzt käme sowieso wieder ein französischer Text. Alle Menschen stimmen darin überein, tous les hommes s'accordent à observer les lois établies chez eux, et à regarder les actions comme bonnes ou mauvaises selon leur relation ou leur opposition à ces lois. Il y a une loi universelle pour tous les hommes, que Dieu lui-même... Ja. Sagt, in allen Kulturen folgen die Menschen natürlich den Rechten, die dort vorgegeben sind, den Gesetzen, die dort vorgegeben sind. Sie folgen ihnen und sie verstoßen gegen diese. Und da betonen sie eben in dieser nächsten Folie in gewisser Weise den Relativismus der Gesetze innerhalb der verschiedenen Kulturen. Ja? Aber sie sagt eben, es in allen Gesellschaften gilt diese Regel, mach nicht am anderen, was du nicht möchtest, dass mit dir gemacht werden kann, also die goldene Regel. Und sie sagt, diese goldene Regel ist das einzige Kriterium der Tugend und des Lasters. Jetzt könnte man viel darüber sprechen, ob sie wirklich hiermit die goldene Regel meint, weil sie schreibt noch sehr viel über dieses Prinzip. Aber das wäre schon wieder so eine kleine Einladung zu einer Forschungsarbeit, die goldene Regel bei Emily du Châtelet und Kants kategorischer Imperativ, diese Entwicklung. Sie macht jedenfalls diese Regel stark, variiert sie aber immer wieder sehr stark in ihren Schriften. So, dann komme ich auch schon zu dem Thema der Kindererziehung oder der Mädchenerziehung, wie das bei Mandeville aufgeführt ist. Das möchte ich Ihnen heute auch noch vorstellen. Denn Sie müssen wissen, also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Sie können sich ja mal fragen, grundsätzlich, wieso hat die feministische Theorie, die so tut, als wäre sie im 19., im 20. Jahrhundert entstanden, mit Simone de Beauvoir, warum haben die nicht von Anfang an auf diese große Tradition hingewiesen? Das ist doch komisch. Und ich möchte Ihnen, das möchte ich auch ein bisschen kritisch reflektieren mit Ihnen. Denn es gibt viele Feministinnen, die sagen, diese Philosophinnen, die hatten die Frauen überhaupt nicht im Blick. Und die Emily de Châtelet wird als eine, also da gibt es noch von hochrangigen amerikanischen Wissenschaftlerinnen, noch um das Jahr 1998 gibt es einen Text von Mary Terrell. Einige waren vielleicht hier schon in einem Seminar zu Châtelet und kennen diesen Text und die sagen, ach die Châtelet, erstens von dem Stand, zweitens sozusagen immer mit Männern gearbeitet, die hat doch gar kein feministisches, die hat doch gar nicht gesehen, dass es eine strukturelle Unterdrückung gibt oder Ausplatzierung von Frauen. Und das ist eben überhaupt nicht wahr. Und deshalb, also und so werden viele dieser Philosophinnen aus der feministischen Theorie einfach ausgeschlossen. So, oh Gott, die sind doch für uns nicht interessant. So, dass es, und das müssen Sie sich eben auch merken, Sie junge Männer und junge Frauen hier, dass natürlich auch die Frauen nicht mit einer Stimme sprechen. Es ist interessant, dass offensichtlich über alle Nationen hinweg es eine gewisse Degradierung von Frauen gibt, was aber auch nicht immer stimmt. Also wir haben dann, wir haben so Wechsel, da muss man eben genauer hingucken. Und ich glaube, dass sich im Moment die ganze Frauenbewegung dahingegen ändert, dass sie hier viel stärker ausdifferenziert und eben nicht mehr alle Frauen in einen Topf schmeißt. Also deshalb werde ich mich jetzt auch ein bisschen, werde ich diese Stellen Ihnen auch noch zeigen, wie Emily de Châtelet ganz kritisch mit dem Umgang mit Frauen in ihrer Zeit reflektiert hat. Können wir jetzt schon, ja, jetzt das nächste. As Flattery, das ist genau dieser Text, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Auch aus diesem Mandeville-Kommentar, ich habe hier nur noch bei den Zitierungen können Sie sich eben immer auf die erste Folie beziehen. As flattery is the most efficient means among men, it works also with children, as Mandeville writes.
Also Mandeville schreibt zuerst, dass Schmeicheleien und so weiter auch in der Männerwelt, ja sozusagen das ihre tun, um die gefügig zu machen und um Zwecke zu erreichen. Aber das funktioniert natürlich auch bei Kindern. Reflecting on this artful encomiums. Sie wissen, was encomiume, ein encomium ist? Ein Lobgesang, eine Lobhudelei. Ja. I thought on the tricks made use of by the women that would teach children to be mannerly. Also, ich habe hier drüber nachgedacht, über diese Lobhudeleien und Schmeicheleien und die Tricks, die von Frauen benutzt werden, wie sie Kinder erziehen und vor allem Mädchen. Ja? When an awkward girl, before she can either speak or go, begins after many entreaties to make the first rude essays of courtesy, the nurse falls in an ecstasy of praise. Ja, also wenn ein Mädchen, das sich schlecht benimmt, bevor sie weder sprechen noch gehen kann, sich nach vielen sozusagen Instruktionen und Missverhalten sich endlich mal sozusagen höflich verhält, dann fällt ihre Betreuerin, die Nurse, gleich in eine Ekstase von Lob. Ja? Also wenn sie es einmal richtig macht. These extravagant praises would by anyone above the capacity of an infant be called fulsome flatteries. Jeder außer die Kinder würde das dämliche Schmeicheleien nennen. And if you will, abominable lies, und wenn du, also und sogar Lügen. Yet experience teaches us that by the help of such gross encomiums, young misses will be brought to make pretty courtesies and behave themselves womanly much sooner and with less trouble than they would without them. Ja. Also ich finde das eine sehr ausdifferenzierte Feststellung, die sie hier bringt. Es ist im englischen Textweise eben 1947 von Wade zum ersten Mal ins Englische übersetzt wurde. Nee, das ist die englische Übersetzung von Zinzer Bauer, die hier von diesem Text, das stimmt. Also die von Wade, die Ausgabe ist französisch. Auf Deutsch liegt das noch nicht vor, bedauerlicherweise. Also können Sie sich noch dran machen, da gibt es noch viel zu tun. Ausdifferenziert ist eben diese Aussage. Da geht es jetzt nicht darum, nicht wie Männer oder sonst was Frauen schmeicheln und sie dann rumkriegen, das kommt noch solche Ausführungen, sondern hier geht es, wie sozusagen auch die Frauen, die Erzieherinnen, die Mädchen eben in dieses Schema hineinpressen und wie das funktioniert. Jetzt ist hier vielleicht das, ist eine Stelle, die Sie gerade gehört haben, auch die in der Vorstellung war. Die Folie hätte ein bisschen weiter zurückliegen können. Ich will sie deshalb nur kurz erwähnen. Das ist jetzt aus ihrer Schrift über das Glück, also schon aus einer anderen Schrift. Diese Schrift, aus der hier zitiert wird, ist etwa 12 Jahre später als diese über Mandeville. Und hier finden wir schon eine ganz klare Ausdifferenzierung. Es tut mir aber leid, weil das geht jetzt ein bisschen durcheinander. Ich möchte jetzt doch nochmal zurückkommen. Also hier haben wir nochmal die goldene Regel als Gesetz aller Gesellschaften. Da ist gar nicht mehr. Okay, ja. Gut, dann dann machen wir doch mal erstmal da weiter, vielleicht kommen wir da. Das ist also dann jetzt die Fortführung von dieser Kritik hier, die wir hier finden. Also ich komme jetzt wieder zu diesem Mandeville-Kommentar zurück, weil ich nicht so hin und her springen möchte. Also Professor de la Fable des Abeilles. Hier geht sie eben dann weiter in der Sache und sagt, ja genau, und wie verhält sich die Mutter dann auch noch gegenüber dem Mädchen? Und da habe ich den französischen Ausdruck gebraucht, weil das also tausend mehr sagt als tausend Worte. Die Mutter der Braut schickt also ihre Tochter selbst in die Arme ihres Bräutigams und empfiehlt ihrer Tochter, de souffrir avec résignation tout ce que le désir d'amant exige rondelle.
Also wer das Französisch versteht, die anderen können vielleicht jemanden fragen oder mich das nächste Mal fragen, was das heißt. Nicht? Das ist also, da sagt die eben ganz klar, wie die Verhältnisse die Mädchen trainieren in so einer Gesellschaft. Dann gibt es eine andere, sehr provozierende Stelle. Zu dieser Zeit, und da will ich Ihnen in Erinnerung bringen, dass Goethe 40 Jahre später über sein Evchen geschrieben hat, die natürlich, nachdem sie von Faust geschwängert wurde, umgebracht wurde und den gerechten Lohn erfahren hat. Sie wird gehängt oder ich weiß nicht mehr was, bei mir auch schon länger her, wo ich sie hier auch noch mal im Theater gesehen habe. Also Gretchen heißt sie, Gretchen. Gretchen muss sterben, Gretchen erfährt genau im Sterben ihre Rechtfertigung vor Gott. Und da sehen Sie mal, wie andere Leute das zur Zeit von Goethe gedacht haben. Nicht den Umgang mit Mädchen, die, schöner kann man sie ja nicht zeigen, also etwa in Goethes Faust, die Verführung dieser jungen Dinger, die keine Ahnung haben von der Welt mit irgendwelchen Geschichten und unglaubwürdigen Sachen, die diese Mädchen noch gar nicht durchgeblickt haben, und dann das Opfer dieser Mädchen. Diese Frauen wurden ja immer umgebracht, ja, getötet, was weiß ich, heute Kindermord gibt es immer noch. Es gibt auch viele Philosophen, die dazu geschrieben haben. Also es ist eine wirklich wichtige Geschichte, um die sich Frauen auch mal kümmern sollten mehr. Und hier haben wir eben über Kindermord, hier steht es auch noch auf Französisch, encore communément qu'une fille qui défait son enfant, qu'elle a porté 9 mois dans un sein, doit être un monstre barbare d'une nature différente de celle des autres femmes. Mais cette idée est bien fausse. La même fille qui fait périr son bâtard avec la cruauté de blablabla. Also, was kurzum, was drin steht, ist, dass diese Mädchen verurteilt werden, ja, die ihr Kind umbringen nach 9 Monaten und sie sagt, und genau, und dann sagt immer, diese Mädchen seien Monster. Sie sagt, das ist eben nicht der Fall, sie sind verführt und sie haben ja keine Existenz, wenn sie das Kind erhalten. Sie können ja nur gucken, dass sie das Kind wegbringen, weil sie sonst sowieso auch fertig sind. Und hier schreibt sie eben an dieser Stelle, und das sind eben keine Monster, sondern wenn sie das in den ordentlichen gesellschaftlichen Verhältnissen hätten ihr Kind zur Welt bringen können, dann wären sie die liebevollsten Mütter. Nicht? Also das sind schon... ist schon harter Tobak, wenn Sie das heute vor Gericht noch sagen würden, dass vielleicht diese jungen Frauen, das kam mir ja gerade wieder vor, die ihre Kinder umbringen, die in den und den sozialen Verhältnissen leben, ja, wenn Sie da noch so einen Satz zitieren würden, würden die wahrscheinlich heute noch Kopf stehen. Jetzt komme ich mehr zu den allgemeinen Stellungnahmen von Émilie de Châtelet, zur Frauenfrage, mehr strukturell eine Analyse, warum schließt die Gesellschaft Frauen systematisch aus, aus Herrschaft, aus all diesen anderen Dingen. Und hier jetzt in der englischen Übersetzung, I feel the full weight of prejudice that excludes us so universally from the sciences. This being one of the contradictions of this world. Und dass hier Contradiction steht, habe ich rot gemacht, weil es eben systematisch einen wichtigen Grund macht, dass sie sagt, es ist ein innerer Widerspruch, der damit produziert wird. Which has always astonished me, as there are great countries whose laws allow us, also the women, to decide their destiny, but none where we are brought up to think. Also sie sagt, selbst herrschen dürfen wir. Deshalb machen Sie sich nicht zu viele Hoffnungen mit Frau Merkel. Aber sozusagen die Anerkennung der Frauen in ihrer Klugheit oder als sogar klüger oder als gleich, das ist sozusagen die gefährliche Domäne. Da dürfen die nicht rein. Women reign. Women are not allowed to be educated, das ist sozusagen dann die Schlussfolge. Leadership demands education. Der Widerspruch ist also unreasonability of women's exclusion from education, shown by means of contradictory proposition. Das ist genau das, was Platon auch vor 2000 Jahren gesagt hat, vor 2400 Jahren hat er gesagt, eine Gesellschaft, die nicht ihre Frauen gleichermaßen erzieht,
kann überhaupt keine gute Gesellschaft werden. Es ist absurd. Das ist einfach ein Faktum. Das ist ja nicht eine Frage von Frauenrecht oder sonst was. Das muss noch in die Gehirne gehen. Aha, das hat man gerade. Ja, also da habe ich sogar die deutsche Übersetzung her. Nicht? Und da sagt man jetzt, also nochmal diese Stelle ist jetzt aus diesem Aufsatz von mir da drin, dass man sagt, dass im 20. Jahrhundert man erst behauptet hätte, die Frauen werden eben zu diesen gefügigen Geistern zum anderen gemacht durch Erziehung. Und da sehen Sie eben diese Textstellen. Über sich selbst sagt sie in diesem frühen Jahr, also es ist toll, wie sie sich selbst beschreibt und sagt, wie dämlich war ich eigentlich. Sie müssen diese Einleitung lesen. Das ist auch alles Englisch, also viele Teile davon sind Englisch übersetzt. Since I began to love myself and to pay attention to the price of time, to the brevity of life, to the uselessness of the things one spends one's time with in the world, I have wondered at my former behavior, at taking extreme care of my teeth, of my hair and at neglecting my mind and my understanding. Ja, sagt, ich war eigentlich genauso, ich habe mich nur um meine Haare, meine Zähne und sonst irgendetwas gekümmert. Und erst als ich kapiert habe, dass wir ja alle nur eine gewisse Zeit hier auf dieser Welt haben zu leben und dass es gilt, hier seinen Geist zu entwickeln. Wenn ich König wäre, if I were king, wenn ich König wäre, würde ich ein physikalisches Experiment machen, sagt sie. Ich würde einen Missbrauch reformieren, der die Hälfte des menschlichen Geschlechtes beschneidet. Ich ließe die Frauen teilhaben an allen Rechten der Menschheit und vor allem an denen des Geistes. Und die Wette gilt sozusagen, dass diese Gesellschaft sich viel besser entwickelt als jede andere. So, erstmal kurz durchatmen. Und dann kommen wir zu den Themen zu Emilie de Châtelets Einfluss auf die deutsche Aufklärung. Es kommen wieder mehr Daten, Fakten und so weiter. Als Text finden Sie dann im Internet den Text übers Glück, einen Ausschnitt, diesen englischen Text Mandeville, den nehmen wir nicht, auch weil es ihn nicht in deutscher Übersetzung gibt. So. Nun, diese fabelhafte Emilie hier hatte in ihrer Zeit eine große Wirkung, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Sie war eine wirkliche Berühmtheit, sie hat auch viel Anerkennung erfahren, das muss man sagen. Und wir wollen auch wieder hervorheben, dass die klügsten Männer ihrer Zeit ihr eben auch diese Anerkennung gezollt haben. Und ja, damit bestätigt sich, was wir vor ein paar Sitzungen von Marie de Gournay gehört haben, denn wir wollen ja gar nicht die gleichen Rechte wie diese Männer, die andauernd so dämlich über Frauen reden. Und denen wollen wir gar nicht gleichgestellt sein, sondern eben nur den Besten. Emilie de Châtelet in Deutschland, ich habe hier einige Namen, also ich mache das jetzt von einer anderen Tagung, die wir mal hatten, wo es eben dezidiert zu dem Thema ging. Ich werde hier, da könnte ich jetzt, über diese Einzelnen werde ich jetzt in den nächsten 20, 30 Minuten etwas sagen. Was Sie hier finden ist, was wichtig ist, ist eben Friedrich II., König Friedrich II., es gibt ein bekanntes Buch, das aber ziemlich geschwätzig ist. Trotzdem ist es eine interessante Sache. Das ist schon relativ früh veröffentlicht, in den 50er, 60er Jahren. Das heißt, das Trio Singulier, Voltaire, Friedrich und Châtelet. Es war also schon klar und hatte sich auch in der Geschichte überliefert, dass die drei ein besonderes Verhältnis miteinander hatten. Friedrich II., ich weiß nicht, wer das weiß, der Preußenkönig, der Preußen formiert hat. Also wer jetzt nicht unbedingt deutsche oder westdeutsche Hintergründe hat, weiß es vielleicht auch gar nicht so sehr diese Geschichte. In Deutschland ist ja ein Vielvölkerstaat gewesen
Und viele dieser Vielvölkerstaaten, wie auch Italien, haben sich ja erst im 19. Jahrhundert zu einer sogenannten Nation stabilisiert. Das war in Deutschland ist sozusagen ein Resultat der preußischen Reformation. 100 Jahre nach Friedrich, aber den Grundstein hat hier Friedrich II. Dafür gelegt. Die Geschichte mit Friedrich II., dem deutschen König, ist deshalb auch interessant. Er war Gegenspieler von Napoleon im 18. Jahrhundert, aber er war, vor Napoleon natürlich, also vor der Revolution, aber er hat sich der französischen Aufklärung angeschlossen. Also alles das, was die französische Aufklärung gepredigt hat, gegen die das großen Reichtum der Kirche, gegen die Heuchelei der Kirche, die von allen ihren Untertanen etwas verlangt hat, was sie selbst nicht bereit war zu machen. Auch die Ständegesellschaft, die ausgeprägte Ständegesellschaft, die ist natürlich hier noch nicht gekippt, aber Friedrich hat diesen Ausdruck gebraucht, ich bin der erste Diener meines Staates, gerade um gegen die französischen Monarchen zu zeigen, die sozusagen Sonnenkönige waren und auf alle runtergestrahlt haben, hat sich Friedrich mit diesem Spruch sozusagen zum untersten aller gemacht und hat gesagt, hat schon diese Staatsidee eben aus der französischen Aufklärung übernommen, dass jemand, der im Staat dient, eben den Menschen dienen muss. Dieser Friedrich II. Hat übrigens auch wie die deutsche Katharina die Große, die ihrerseits in Russland war, etwa in dieser Epoche, beide französische Aufklärer unterstützt. Beide haben Bibliotheken der französischen Aufklärer gekauft. Deshalb sind übrigens heute, weil Katharina die Große, diese deutsche Zarin, deutschstämmige Zarin, etwa die Schriften von Diderot, von Voltaire aufgekauft hat und weil Châtelets Schriften mit Voltaire gegangen sind, Voltaire sie aufgehoben hat, liegen heute Châtelets und Voltaires Schriften in St. Petersburg, nicht? Wo Katharina die Große, also auch eine andere große Aufklärerin, sie aufgekauft hat. Christian Wolff ist der große Vertreter der Leibnizischen Philosophie in Deutschland, ein ganz, auch zu seiner Zeit, ein weltberühmter Mann. Er spielt in der ganzen Sache eine wichtige Rolle, den Friedrich, der König Friedrich II., die, auch dieser Friedrich hier, Friedrich II., war ein großer Wolff-Fan, bevor er Voltaire hat kennengelernt. Ja? Und praktisch über diese Verbindung lernt die Châtelet die deutsche Philosophie hier kennen. Das ist also sehr interessant. Während der Voltaire sagt, schmeiß doch diese blöden deutschen Texte weg, lies nur noch die Engländer zu Friedrich, beschäftigt sich Châtelet mit diesen Texten und wird dann die große Verteidigerin von Leibniz. So, die Berliner Akademie spielt auch eine große Rolle hier, denn eigentlich die Berliner Akademie von Leibniz gegründet, sollte eigentlich Voltaire Präsident werden. Nachher wird aber Maupertuis ihr früherer Mathematiklehrer Präsident. Ja. Das ist das Bildersaal berühmter Schriftsteller, ist ein wichtiges Werk, die größten lebenden Personen so ungefähr, hier ist sie drinnen. Das ist der Club und Luise Gottsched, hier werden wir sehen, die Vertreter der deutschen Philosophie, mit denen sie eben eng im Kontakt ist, Gottsched und Steinwehr, weil die ihr Werk ins Deutsche übersetzen und protegieren. So, hier haben wir nochmal Friedrich II. 1736, da ist Friedrich noch nicht König, sondern Friedrich ist zu diesem Zeitpunkt Kronprinz. Die dramatische Geschichte um Friedrich II. Ist die, er ist homosexuell, und sein Vater, jetzt müsste ich immer einzelne Leute hier aufrufen, die das alles noch viel besser wissen. Ich habe jetzt, also muss auch wieder nochmal nachschauen und darf nichts Verkehrtes sagen, wenn hier jemand Geschichte studiert. Sonst heißt das, Gottes Willen, was erzählt sie euch denn? Also sein Vater war der Strenge, der hatte die langen Kerls, hat eigentlich Preußen zu diesem Soldatenstaat aufgebaut. Sein Vater, wie er heute oft noch Väter, also hat da voll durchgezogen, hat seinen Freund vor seinen Augen köpfen lassen oder auf jeden Fall umbringen lassen. Und da ist viel geschrieben worden darüber. Ja.
In dieser Zeit, also als Kronprinz, er dichtet selbst, er schreibt selbst Musik, ist ein musischer König und wird eben nachher einer der großen Preußenkönige. Und 1736, also noch als Kronprinz, wendet er sich an Voltaire und will Voltaire, den großen Voltaire, der in Frankreich eingesperrt wird, sucht mit ihm Kontakt. Und hier schickt er ihm dann auch die Philosophie des Deutschen, Christian Wolff, und sagt, das finde ich eine tolle Philosophie. Und dann schreibt ihm eben Voltaire zurück und sagt, ach komm, schmeiß den ganzen Käse weg und so weiter, während die Verhältnisse eben mit der Châtelet etwas anders sind. Dieses Buch, von dem ich vorhin gesprochen habe, dieses Trio Singulier, das sagt eben, dass der Friedrich schon gerne den Voltaire um sich herum gehabt hätte. Und der ein bisschen scharfer auf den. Und er wollte ihn auch zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften machen. Und Voltaire hat dieses Angebot abgelehnt. Und wer ist schuld daran? Die bösen Frauen natürlich. Also nicht, das ist immer der Mythos, die Châtelet ist schuld daran, dass er da nicht hingeht. So heißt es in diesem Mythos. Aber Voltaire war er selbst nicht so blöd, um sich in so einem Verwaltungsamt verschleißen zu lassen. Er war vielleicht auch nicht der Machtmensch, der hätte sich ja auch in Frankreich in genügend Verwaltungsämter wählen lassen. Also so, das ist sozusagen die blöde Geschichte, die hier daraus gemacht wird. Tatsache ist, dass Voltaire nicht hingeht. Tatsache ist, dass die beiden dann eben diesen früheren Mathematiklehrer und Freund von Châtelet und Voltaire, nämlich Maupertuis, den Sie hier als Dritten gesehen haben mit den Locken, hinschicken und der Akademiepräsident wird, was allerhand Einfluss und Wirkung hat in der Sache. Also das Verhältnis zwischen Châtelet und Christian Wolff, mal ganz kurz hier reflektiert. Christian Wolff schreibt, mich wundert, dass diese Dame mit so großer Deutlichkeit die Sachen vortragen kann. Das ist nur zu einem Zeitpunkt, da liest er eben schon ihr Buch, aber er liest noch auf Französisch, was Kant übrigens nicht konnte. Das ist deshalb interessant, weil die deutschen Philosophen und die Engländer ja schon absolut im Widerstreit sind. Die englische Philosophie, die empiristische Philosophie widerspricht eben so sehr der Leibnizschen Theorie. Dann sagt er in einem anderen Brief, es ist, als hörte ich mich selbst von der Kanzel reden. Und da habe ich noch einen anderen Hinweis, dass nachher viele Artikel, also aus dem Buch von Châtelet, werden viele Artikel anonym verwendet und werden in der Enzyklopädie, in der großen Enzyklopädie der Aufklärung von D'Alembert und Diderot einfach übernommen, ohne dass ihr Name genannt wird. Ja. Fragen? Irgendwas ein bisschen unvollständig? Ja. So, und jetzt möchte ich Ihnen die erste Übersetzerin von Châtelets Werken, also von einer berühmten Akademieschrift, wo sie mit dem Sekretär, also mit dem Chef der Französischen Akademie der Wissenschaften, einen Schlagabtausch hat. Die Châtelet hat ihr Buch Die Naturlehre 1738, eigentlich zum ersten Mal veröffentlicht, dann 1740, 41. Und der Leiter der Französischen Akademie der Wissenschaften ist beleidigt, denn die Châtelet war doch die große, berühmte Newton-Anhängerin. Und jetzt auf einmal verteidigt sie grundsätzliche Thesen von Leibniz. Ja, sie überarbeitet den ganzen Newton aus Leibnizscher Perspektive und sie nimmt, wie Sie letztes Mal im Film gesehen haben, eben auch die Theorie von der Vis Viva, von dieser Beschleunigung, der Beschleunigung im Quadrat an. Und die aufgeklärten Philosophen und Mathematiker sagen, ach, diese Châtelet, was macht sie denn so unmöglich? Und einer ihrer höchsten Vertreter, der Akademiepräsident eben der französischen Akademie, schreibt sofort nach Erscheinen des Buchs eine Schrift gegen sie. Wir haben hier im Sommersemester ein Seminar gemacht dazu und dann hat jemand sehr schön bearbeitet, wie er versucht, der hier dumm zu kommen. Sagt, du zitierst doch nicht richtig und dies und das und so fort.
sie antwortet innerhalb von 14 Tagen, also es handelt sich jeweils so um vielleicht in unserem Druck heute 15 Seiten, die da geschrieben werden, und antwortet ihm mit so viel Eloquenz eben und vertritt ihre Position. Dieses Schreiben wurde unmittelbar ins Deutsche übersetzt, weil sie verstehen, die Deutschen hatten natürlich Interesse daran, dass sozusagen ihre rationale Denktradition hier auch weitergetragen wurde. Möglicherweise ist es überhaupt nur diesem chatelaischen Einfluss zu verdanken, dass Kant auch diese Schule so weiter aufnimmt. Und diese Luise Gottsched, das ist die Frau des deutschen Dichters Gottsched, da können Sie mal sehen, dass eben in Deutschland auch so etwas wie aufkeimende Aufklärung stattfand, die eben auch ein anderes Verhältnis zu Frauen pflegte, wie man ja auch bei Nathan, bei Lessing sieht und so weiter. Luise Gottsched übersetzt diese Akademie-Auseinandersetzung. Und dieser Übersetzung stellt sie eine Eloge, also auch einen Lobgesang an die Châtelet voran, und daraus möchte ich jetzt zitieren. Weil ich finde, dass man da viel erfährt aus diesem Geist, der ist original deutsch, und aus diesem Geist der Dankbarkeit auch der Châtelet darüber, und kann ein bisschen ihre Wirkung hier in Deutschland absehen. Frau, deren kühner Geist mit Männerstärke denkt, na, immerhin könnte man sagen, aha, Frau, deren Fähigkeit sich in die Tiefen senkt, vernimm von deutscher Hand ein wahrheitsliebend Lied, das so wie du getan die Vorurteile flieht. Ja, das ist ganz wichtig, da schreibt sie immer keine Vorurteile, denke selber und sag auch nicht einfach das nach, bloß weil irgendjemand berühmter das gesagt hat. Du selbst für dich bist groß, den nenne ich noch sehr klein, der bloß durchs Vaterland vortrefflich denkt zu sein. Das muss man so sehen, dass in dieser Zeit ein starker Nationalismus der Wissenschaften stattgefunden hat. Also heute die EU-Programme versuchen ja gerade, dass man immer sagt, das wird in Deutschland gemacht und so weiter. Das 18. Jahrhundert kapiert, dass die Wissenschaften das A und O der Entwicklung eines Staates, einer Nation sind. Und das wird eben im 18. Jahrhundert ganz extrem zwischen Newton, der Abwertung der Deutschen und der Franzosen und so weiter, ja, gemacht. Das ist, und dagegen wendet sich die Châtelet in ihrem Buch, in ihrem Vorwort ganz erheblich. Du, die du jetzt, das sind ja nur Auszüge, das ist ja viel länger, du, die du jetzt den Ruhm des Vaterlandes stützest, Frau, die du ihm weit mehr als 1000 Männer nützest, erhabene Châtelet, fahre ferner fort, der Wahrheit nachzugehen, sie hängt an keinem Ort. Ich glaube, jetzt ist es aus. Ah, na, hier hast du nun dein Werk in einer deutschen Tracht. Es soll die deutsche Welt dein gründlich Wissen lehren und jeder Leser wird dich so wie ich verehren. Ja, also ist die erste Übersetzung, der ersten Übersetzung von Châtelets Werk vorangestellt. Sie übrigens, also, mittlerweile haben das englische Forscher aufgenommen und haben es in eine böse Übersetzung gemacht und sagen, das sei nationalistisch. Also Forschung ist auch manchmal absurd, ich kann es Ihnen sagen. Deshalb möchte ich Sie ermuntern, an der Forschung mitzumachen. So, jetzt komme ich zu einem Buch. Man sieht also, nachdem sie in Deutschland diese große Wirkung eben auch entfaltet hat, 1944, ist sie schon in diesem berühmten Buch Châtelet im Bildersaal der berühmten Schriftsteller. Und dieser Bildersaal sagt eben, hat schon, ich nenne das eine gendersensitive Stellungnahme, die sagen also schon, diese Frau, was Frauen auch können, das ist schon in diesem Geist der Aufklärung, sie stehe in der Tradition von Diotima und Aspasia und Theano und so weiter, finden sich noch andere. Wir finden hier in diesem Buch auch schon alle biografischen Angaben über sie, und eben auch, und doch ist die Bescheidenheit dieser vortrefflichen Philosophin so groß, das habe ich deshalb auch so gerne zitiert, denn das sagen auch französische Dichter, weil zum Beispiel Feministinnen von heute sagen, ach, diese Châtelet, nicht, die war Marquise, eingebildet, eine Frau von Stand und so weiter. Also sie finden immer das ganze Spektrum. Und ihr illustrer Briefwechsel, also den sie mit den großen Geistern ihrer Zeit hatte, mit den Bernoullis, den größten Mathematikern, mit Euler, dem allergrößten Mathematiker und so weiter, das wird darin erwähnt. Dieses Buch ist also deshalb eine wichtige Quelle für uns.
Hier kommen wir zu Kant. Da will ich nur darauf hinweisen, AA bedeutet Akademieausgabe von Kant, erster Band, 1 bis 182, Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und Beurteilung der Beweise, deren sich Herr von Leibniz und andere Mechaniker in dieser Streitzeit bedient haben, von 1747. Das ist genau die Schrift in Deutsch, die Schätzung der lebendigen Kräfte, wo dieser Briefwechsel mit Châtelet und diesem französischen Sekretär publiziert wurde, der von der Luise Gottsched, deren Gedicht Sie eben gehört haben, übersetzt worden. Und genau diese Schrift widmet hier Leibniz seine allererste Publikation. Alle in dieser Zeit wussten, dass Kant sehr nahe an Châtelet ist. Ja? Kant konnte nicht Französisch lesen, er musste Deutsch lesen. Châtelets Buch wird auch sofort ins Deutsche übersetzt, eben von denen, die ich da am Anfang nannte, aber ich will sie nicht mit Namen hier zuballern. Und so wird Kant später nochmal vorgeworfen, dass er doch seine eigene Idee der synthetischen und analytischen Philosophie doch schon hier von Châtelet habe, die hier ausdrücklich genannt wird. Das ist auch eine große Diskussion, die man heute mal wieder beleben könnte. Ich will hier nicht weiter darauf eingehen. Da will ich Ihnen noch Châtelets Freunde, Verehrer, Kontrahenten, das sind alles große interessante Geschichten. Links, das ist Maupertuis, den Sie vorhin noch mal gesehen haben. Vorhin im Theaterstück saß er ganz rechts. Das ist La Mettrie im Original, der saß im Theaterstück links. Und das hier ist Euler, mit dem Sie einiges, der auch einiges wie ein Mitarbeiter von uns, ein Physiker von der Humboldt-Uni, der arbeitet mit uns in diesem Châtelet-Projekt und der zeigt eben, wie viel Euler eigentlich auch von Châtelet, von ihr inspiriert wurde, sagen wir so. Ja. Hier, damit möchte ich hier schließen. Sie sagt: Je suis persuadé que la physique ne peut se passer de la métaphysique sur laquelle elle est fondée. Ich sage, dass alle Wissenschaften, das ist eigentlich ihre These, obwohl hier das steht für die Physik, dass alle Wissenschaften sich eigentlich aus der Philosophie entwickeln und nur die Philosophie ist der sichere Stand aller Wissenschaften. Und ohne den philosophischen Stand kann es keine guten Wissenschaften geben. Eigentliche Philosophie ist Metaphysik, sagt Kant, denn sie bezieht sich auf alle Weisheit, aber durch den Weg der Wissenschaft. Wenn Sie mal ein bisschen mehr Kant und Châtelet gemacht haben, dann sehen Sie, warum und wo hier die Ähnlichkeiten in der Aussage sind. Da schreibt sie in einem Brief an Friedrich II., da schreibt sie auch ein anderes Zitat und sagt sie, ja, also ich denke für mich selber, das Zitat hat man im Film ganz am Anfang gesehen. Gut. Châtelets Wirkung auf, sie ist in dem Zirkel, wer hier Französisch studiert, der größten Denker der Aufklärung hier, der größten Mathematiker. Sie setzt sich selbst in diese Tradition der Frauen. Also lassen Sie sich nicht einreden, dass es diese Tradition nicht gibt. Diese Frauen führen sich da fort und sie wirkt eben auf Hume, auf Kant, auf La Mettrie und so weiter. Man darf diese Leute gar nicht lesen, ohne sie als Quelle zu kennen.